Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal sind wir zu diesem Planeten hier gereist, haben den Trauertypen hier zugehört und tun es jetzt nochmal. Ja, wir wollten heute diesen Planeten erkunden. Beziehungsweise wollten heute damit anfangen. Und das werden wir natürlich auch jetzt tun. Ich müsste erstmal die Karte sehen. Der falsche Knopf. Wo zum Geier müssen wir überhaupt hin? Hier sind wir. Da ist... Der Bereich... Nee, da sind wir. Da wollen wir einmal hin. Da ist eine Brücke, die, glaube ich, noch nicht da ist. Wir müssen zu seinem Haus. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu seinem Haus, ne? Das heißt, erstmal in die andere Richtung. Wieder eine Weile lang nicht gespielt. Erstmal aus der Steuerung raus. Man kennt es ja. Aber man fühlt sich zum Glück auch schnell in die Steuerung wieder rein. Ja, du hast ein Problem, du kommst nicht rüber, ne? Wie soll ich denn da rüberkommen? Autschen. Erstmal in den Busch schütteln. Nur ein geschüttelter Busch ist ein guter Busch. Was bist du denn für eine komische Gestalt? Besiege den Helle. Ja, komm her. Die mach ich fertig. Die Angst überbrücken. Die Heilers besiegen. Es wird lustig. Was können die überhaupt? Das sind Sprungfelder, ne? Da brauche ich dann die Kameradschaften nicht. So, euch erstmal wegrätschen. Ach stimmt, ja, man kann euch ja aufheben und wegwerfen, ne? Ich vergesse das immer. Die kommen so selten dran, diese Gegner. So. Gucken wir uns erstmal mit der Taktik-Cam an, was diese Heiles überhaupt können. Die sind empfindlich gegenüber Schleim und unempfindlich gegenüber Schock. Das heißt, ich sollte eventuell diesen Schleim-Dude nutzen. So, ihre Technik, sie können heilen und die machen ordentlich Schaden. Außerdem können die Barrieren errichten. Okay, wie stellen wir das am besten an? Ich würde sagen, Rebelle da hoch und dann heißt es volle Kanone rein. Aber so, dass es auch die da erwischt. Oh, guck mal, das wird jetzt Schaden rechnen. Oh, seht euch dieses wunderschöne Feuerwerk an. Das nennt man Kunst. Und das Schöne ist, ich kann halt nochmal hüpfen. So, dich machen wir natürlich gleich auch noch fertig. Rebella kann sich nicht so hinstellen, dass es irgendwie nützlich ist, ne? Ich muss mich in so einem Bereich hinstellen, dass Luigi auch nochmal einen Teamsprung hat. Im Bestfall. Ich gehe mittlerweile mit Hirn an die Sachen ran. Doch Luigi will ich eigentlich da oben stehen haben. Da fällt mir ein, ich hätte Rebella eventuell boosten sollen, dann hätte sie noch mehr Schaden gemacht.
Das bin ich selber schuld. Für dich machen wir tot. Stell mich extra auf die Seite. In beiden Richtungen kann ich nur schießen. Komm, triff! Ah, verdammt. Ja, Luigi, das denke ich auch. Ich überlege gerade, wo ich mich hinstellen will. Der wird bestimmt nicht zu mir kommen. Ich will eher gegen die da oben geschützt sein, wenn ich ehrlich bin. Okay, die sind nervig. Die sind ultra nervig. Kann ich die jetzt noch grätschen? Es wäre ein Vorteil, wenn ich eine Gegnermannschaft schon mal los wäre. Ich kann sie gewisserweise noch weggrätschen. Die haben ein Schild, aber das heißt nicht, dass ich sie nie runterwerfen kann. So, bei dir will ich dich hüpfen sehen. Stimmt ja, so funktionierte das nicht. Machen wir das mal kurz ganz schlau. Dich grätschen wir in den Tod. Dann heilen wir erstmal Luigi. Wir haben ja jetzt hier diese besseren Pilze. Die heilen ordentlich. Dann grätschen wir die da jetzt noch tot. Ich liebe diese Lethargie-Techniken. So, einer runter, zwei runter. Ah, den Schild haben die nur einmal. Ich muss gucken, dass ich gegen beide Seiten gut gerade gewappnet bin. Luigi kann zwei Teamsprünge machen. Und über die Dinger kann er sogar noch mehr machen. Ich gucke, dass ich mit Luigi jetzt da hinten hinkomme, damit ich die aus ihrer Deckung gleich scheuchen kann. Ich muss gerade wirklich gucken, wie ich das hier mache. Vom Prinzip her bin ich aus jedem Winkel angreifbar. Das war irgendwo klar. Ich muss mal kurz über diese Taktik-Cam gucken, was für eine Abklingzeit deren Abwehr hat. Also diese Verteidigungstechnik. Okay, die kann die auch mal nur alle drei Züge nutzen. Euch mache ich erstmal aus dem Weg. So, eins, zwei, drei. Das war nötig, Leute. So, die machen wir auch mal eben kurz weg. Und jetzt habe ich den Plan. Jetzt scheuchen wir die aus ihrer Deckung. Im besten Fall gehen die beide runter. Ja!
Und Luigi ist halt immer noch geschützt. So, im besten Fall wollen wir dich zuerst loswerden. Komm, Ball runter. Danke. Dann töten wir dich als nächstes. Ich fände es hier eine Verschwendung dafür, die Lethargie zu nutzen. Weil so viel Schaden macht er nicht. Gut. So, den Trupp grätsche ich einfach weg. Doch, reicht mein... Nee, meine Raserei reicht dafür nicht. Aber eine mitgeben will ich dir trotzdem eigentlich. Kann die da vorne wegrätschen. Ich bräuchte sie eigentlich nicht mal in den Abgrund werfen. Das ist so gut mit diesen Sprungfeldern. Das ist richtig praktisch. Wenn man damit übelst übers Feld kommt. Alter, wie gut man hier über die Felder kommt, wenn jede Map so aufgebaut wird. Dann haben wir es richtig leicht. Die haben beide noch einen Teamsprung. Rebella kommt noch zu diesen unserer Plattform. Das heißt, ich kann sie erstmal da hochschicken. Hier gebe ich eine mit. Es reicht gerade so, ne? Ich kann sogar den Feuertypen eigentlich da unten komplett ignorieren. So, wenn du in den Abgrund fliegst, wäre das schön. Easy. Bitte lass die anderen Maps auch so aufgebaut sein. Dann wird's mega easy. Disconaut. Was ist das denn für einer? Disconaut. Da. Kommt näher. Gegner in Reichweite werden zur Heldenposition des Helden gelockt. Also das Umgedrehte von dem anderen. Der holt sie an sich ran und der andere holt sie von sich weg. Könnte unter Umständen praktisch sein, beispielsweise für Rabbit Mario. Es wäre auf jeden Fall besser für ihn als diese Wasserraserei. Gegen Schockangriffe sind die hier komplett immun. Ich gebe dir mal das hier mit. Weil das wird wahrscheinlich nicht nur bei dem einen sein. Mario braucht ja immerhin, dass die Leute an ihm nah dran sind. Deswegen hat er jetzt den Disconauten bekommen. Ok.
Okay, wir müssen irgendwas in seinem Haus suchen. Okay. Unser Weg zum Dorfplatz wird von einem Abgrund unterbrochen. Was bringt uns diese Abkürzung überhaupt? Könnte da mal jemand Licht in die Sache bringen? Da scheine ich wohl genau im richtigen Augenblick. Funkel? Ich dachte, wir hätten dich auf Strahlestrand verabschiedet. Habt ihr auch, aber wegen dem ganzen Gerede über Sparkjägerin erschien es mir sicherer, bei euch zu bleiben. Also bin ich euch gefolgt. Ich will euch nicht zur Last fallen, aber wenn ihr Hilfe braucht, kann ich vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Okay. Eine neue Fähigkeit für ihn. Ich sehe das Licht! Er ist sehr aufgeregt. Und noch andere Dinge. Das haben wir wohl Funkel zu verdanken. Plötzlich erscheint mir der Weg über diesen Abgrund gar nicht mehr so finster und unheimlich. Okay. Die Scan-Kraft hat jetzt enthüllt oder verweist auf Hinweise. Okay. Damit sehe ich Dinge, die für mich unsichtbar eigentlich sind. Und so kann ich dann logischerweise dann auch über diese Abgründe. Okay. Das könnte mir auch auf anderen Planeten irgendwo helfen. Also den ersten haben wir schon abgeschlossen. Den meine ich nicht. Ich meine den zweiten. Da war ein Abgrund, über den ich nicht drüber konnte. Wahrscheinlich braucht man genau diesen Spark. Oder besser gesagt, die Fähigkeit von ihm. Ich wollte gerade fragen, ob ich die beiden Fähigkeiten zusammen einsetzen kann. Wieso verwechsel ich immer die Tasten? Obwohl, ich kann die mal eben kurz heilen. Schicht im Schacht. Okay, jede Map hat diese Sprungfelder. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, haben die auch hier diese Schockresistenz? Oder sind es wirklich nur diese Heildudes, die einem so mit Schock auf den Keks gehen? Ne, die anderen sind sogar schockempfindlich. Nur diese Heiler nicht, die sich eh 10 Kilometer fernhalten. Okay, dann kriegt er seinen Elektroraser hier wieder. Der eine Rabbit hier. Oder besser gesagt, wir geben Elektroangriff noch oben drauf. Das andere bringt irgendwie nicht so wirklich was bei ihr. Weil sie hat ja schon hier diese Lethargie. Sehen wir's doch. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was können die überhaupt? Um Gottes Willen, die machen Schaden. Und die machen Gegenangriffe. Okay, die werden mir wahrscheinlich noch auf den Keks gehen. Ich denke dran, die zu boosten. So. Ich weiß, ein Angriff aus nächster Nähe mit Luigi ist nicht besonders schlau. So, erstmal gebe ich dir eine Raserei. Dann schleudere ich dich weg. Luigi, verzieh dich da mal. Geh
Gegen den da hinten ist das nämlich mega effizient. Okay, das ist eine Fähigkeit. Der hat das nicht durchgehend. Ich glaube, es ist effektiver, ihn einfach umzunieten. Ist es auch. Um Gottes Willen, die heilen sich auch noch mit ihren Angriffen. Okay, die sind nervig. Und die haben sich auch nicht bewegt. So, du kriegst jetzt einen Schockangriff ab. Brutzel, Brutzel. Wow, das hat ihn sogar ge-one-hitted. Mehr oder weniger ge-one-hitted. Ja, die gucken. Okay, von der Seite aus bin ich sehr geschützt. Kann aber auch nicht angreifen. Außer eventuell mit Luigi. Ja, wenn ich ein kleines Stück näher wäre, dann könnte ich wenigstens den da ganz hinten angreifen. Aber so macht deine Deckung ein bisschen kaputt. Was Besseres kann ich gerade nicht machen. Okay, der Linke hat jetzt diesen Gegenschlag. Den Linken sollte ich nicht angreifen gerade. Wenn eher mehr den da unten. Okay, ich kann mich da oben verschanzen. Okay, nur mit ihr gerade nicht. Ich schieße trotzdem auf den da. Hat er auf jeden Fall keine Deckung. Und eine Reise rein kann ich ihn auch so mitgeben. Die Felder kann ich mehrmals nutzen, ne? Habe ich noch einen besseren Plan. Egal wie ich drehe und wende, ich würde nicht da oben treffen. Also so treffe ich Luigi auf keinen Fall. So, jetzt steht der besser. So, zack. Habe ich direkt beides ausgeschaltet. Okay, die Position ist sehr gut. Wäre mir lieber gewesen, wenn ich den da abgeschossen hätte. Genau deswegen. Der Effekt sollte nach da oben reichen. Ich booste die auf jeden Fall.
So, einmal so. Du bist safe tot, okay. Kann ich mich jetzt auf den da konzentrieren? Ach stimmt, ja, Wasser juckt den nicht. So, ich setze mich mal mit Luigi auf die andere Seite. Kann ich nämlich einen Scheiß auf seine Verteidigung geben. Ich hatte das mit dem Wasser halt komplett vergessen. Und das war der Gegenschlag. Ich bin aber zum Glück sehr gut geschützt an der Stelle. Oh, um Gottes Willen, sie lebt gerade so noch. Ich helfe mal eben kurz ihr hoch. Mit dem Schockangriff habe ich ihn nämlich safe tot. Level up. Das war der erste von diesen Tentakeln, ne? Da war aber nicht nur einer. Ich kann mir die Heilung nicht leisten. Ich weiß immer noch nicht, was es mit den Dingern auf sich hat. Als ob die Kisten auch unsichtbar sind. Ich muss die Prismen noch verleihen, ne? Vor allem bei Rebella, da wollte ich, glaube ich, hier... Boah, nee. Das Nützlichste für sie habe ich schon. Ich könnte bei ihr die kritische Trefferchance ein bisschen höher jubeln. Klingt zumindest nicht dumm. Bei Luigi müsste ich gucken, wenn möchte ich von oben herab haben, weil dann die Crit-Chance sehr viel höher ist. Bei den anderen wollte ich, glaube ich, alles die ultimativen Fähigkeiten erstmal holen. Die auch wirklich was bringen. Muss ihn runterschieben. Okay, das ist sehr interessant mit diesem Spark. Ich habe Schallwellen und ich habe hier Licht ins Dunkel. Ich denke mal, die anderen beiden Schultertasten, die werden auch noch hier mit irgendeiner Fähigkeit belegt im Verlauf. Der König und die Kleider reichen den Hauptplatz. Okay, wir haben die Stadt hier erreicht. Ich will mir die Karte eigentlich angucken. Erreiche den Hauptplatz. Wir müssen hier noch ein Finstersheit-Tentakel vernichten und hier auf der Seite, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Ich gucke, dass ich Rebella noch vor der nächsten Folge irgendwie ein bisschen geheilt bekomme.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!